Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Life in the Woods. Ja, in der letzten Folge waren wir ja erfolgreich, muss ich sagen, hier im Nether. Ihr könnt sehen, 4 Diamanten, 13 Gold, allein schon nur Barren. Und jetzt haben wir hier noch einen Goldharnisch. Wir haben hier ein Goldschwert. Kann man das überhaupt auch schmelzen? Kann man das? Ja, kann man. Wir haben hier ein Goldschwert. Wir haben eine goldene Pferderüstung. Wir haben hier noch eine goldene Pferderüstung. Wir haben hier noch eine Brustplatte. Und wir haben hier eine diamantene Pferderüstung. Da weiß ich aber noch nicht so genau, was man damit machen kann. Aber ich glaube, man kann Diamanten sowieso nicht einschmelzen, oder? Nein, es geht nicht. Nein, es geht trotzdem nicht. Man könnte es da einlagern, aber das bringt uns ja auch nichts. Okay, ja. Eisen haben wir hier ein bisschen. Ansonsten haben wir alles eingeschmolzen und wir haben jetzt schon wieder 5.900 Gold. Und aus, also wir brauchen für einen Barren brauchen wir 144, ja. Das ist schon grandios. So, wie, upsala, wie baue ich denn jetzt hier die Form für ein Barren? Macht man das nicht hier? Ist das Bogenschablone? Ist das Pfeilspitzenschablone? Wie mache ich die? Ach so, ich glaube, ich muss da einen Barren reinpacken. Nehmen wir natürlich einen Eisenbarren. Gold ist unten. Einmal gießen. Wir kriegen den Barren, glaube ich, sowieso wieder, oder? Ja. So, jetzt können wir das hier direkt so reinpacken. Und Gold ist noch unten. Wir fangen erstmal mit dem Eisen an, weil Eisenwerkzeug werden wir sowieso nicht mehr machen. 144. Ja. Wir haben jetzt noch 1440. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen noch was machen. Wir haben 4 Diamanten. Das ist so geil. 1152. Da kann man auf jeden Fall ordentlich was gießen. Ich bin jetzt ja schon fast im Überlegen, ob wir mit dem Diamanten so eine Flüssigkeitsanziehleitung machen. Für Lava. So, 3 Stück können wir hier jetzt ungefähr noch machen. 1, 2, ja, vielleicht sogar 3, 2. Also dann müssen jetzt noch 144, perfekt. Und der letzte, was Eisen angeht. So, dann kommt jetzt Gold. Da haben wir auf jeden Fall noch ordentlich was vor uns. Da wird sich jetzt vielleicht sogar lohnt, so einen zweiten Abguss hier zu machen. Oder ein Block. Vielleicht so ein Blockbecken. Da weiß ich aber nicht mehr so genau, wie man das baut. Ja, hier kann man auf jeden Fall ordentlich was machen. Okay, also Metall haben wir erstmal genug. Wir bauen dann vielleicht gleich so ein Blockbecken. Gold haben wir genug. Was? Also fürs Gießen meine ich jetzt. Jetzt haben wir hier Hüllenholz. Das heißt, das kommt dann mal so ein bisschen rüber. Zack. Wir haben hier Netherrack. Was haben wir hier? Gold, Diamanten, Eisen. Das. Ah, ja. So wollte ich das jetzt eigentlich nicht. Nein, so auch nicht. So. Und jetzt kommt hier Netherstein hin. Zack. Und hier Soul Sand. Okay, die Asche könnten wir eventuell jetzt noch hier hinpacken. Da oben hatten wir sogar noch was. Und das ist ja sogar 2. Ja, wobei, da können wir das Fleisch auch eigentlich hinmachen. So, Asche. Brenndauer 400. Wie viel hat Kohle? Kohle, hallo, was ist denn jetzt hier?
Kohle hat. 1600, ah, okay. Da merkt man schon einen Unterschied. Okay, das ist voll, das heißt, müssen wir sogar noch mehr einsparen. Okay. So, Knochenmehl. Das heißt, das können wir hier eigentlich quasi schon... Nee, können wir gar nicht. Ja, wir können jetzt noch Netherwarzen hinmachen und dann haben wir das auch gefüllt. Okay, der restliche Bruchstein kann dann wieder hier rein. Zerstörte Spawner. Der andere ist momentan hier drin. Jetzt haben wir Höhlenspinne und Lohe. Diamantene Pferderüstung mache ich jetzt einfach auch mal dahin. Okay. So. Haben wir hier alles rausgenommen? Ne, ist wohl einsortiert, ne? Ich glaube, das wurde einsortiert. Ja, das wurde einsortiert. Wir hätten hier jetzt sonst nichts über. Das ist ja geil, okay. Okay. Das ist richtig geil. Das braucht mir sehr viel Zeit, aber es geht. Das ist schon mal richtig nice. Können wir ja gleich ausprobieren jetzt hier am Glas. So. Gucken wir einmal, wie viel Glas wäre jetzt hier drin. Vier und ein bisschen was, okay. Gucken wir dann mal in zwei Folgen, wenn ich dran denke. Super. Okay. Können wir noch mal ein bisschen Gold gießen. So, wie viel haben wir jetzt noch drin? 4000. Alles klar. Dann bauen wir jetzt bald noch mal ein bisschen Obsidian ab, würde ich sagen. Für einen neuen Hammer dann eventuell. Oh Gott, fast reingefallen jetzt. Tja, nur ein Hammer. Wie viel haben wir jetzt noch drin? 3400, das lassen wir auch erstmal drin. Wir könnten natürlich noch mehr rausholen irgendwann, aber das lassen wir erstmal nicht, glaube ich. So, da haben wir auf jeden Fall noch schön viel Zeug so. Jetzt wollte ich hier einmal einen Crafting Table mitnehmen. Und ja, die brauchen wir eigentlich nicht. Die Diamantspitzhacke. Den Crafting Table stellen wir jetzt einfach mal hier hin. So, ist das jetzt schon angekommen? Ja, das Glas ist angekommen, ihr seht's. Je weiter vorne es ist, desto schneller geht's. Das ist doch mal geil. Okay, super. So, jetzt wollte ich natürlich hier nochmal einen Mülleimer bauen. Einen Mülleimer. Da brauchen wir eine Truhe und Stein und Cobblestone dafür. Eine Truhe. Und Stein und Cobblestone. Das ist jetzt nirgendwo verbunden mit dem Ohren, ne? Das wäre schon ziemlich doof. Okay. 10 Gold haben wir hier nochmal. Wir haben jetzt wieder schön viel Gold, schön viel Diamanten. So, und da wollte ich jetzt ja irgendwas noch mit bauen. Was war denn das? Utilities wollte ich auch noch irgendeine Maschine mitbauen. Eine Färbemaschine, genau. Elektrischer Stahl. Wie kriegen wir den nochmal? Wie kriegen wir mit Kohlepulver, Silizium? Silizium bekommen wir aus Ton oder Sand. Ton, Ton, Silizium. Dann würde ich sagen, machen wir Tonblöcke. Das dürfen wir ja hier haben. Kann man die eigentlich zurückbauen? Moos. Moos Paste. Moosball. Warte mal. Jetzt bin ich komplett aus dem Rezept raus. So. Ja, kann man. Das heißt, wir nehmen uns hier mal 1, 2, 3, 4 raus. Das ist dann ein Moosblock. Bauen das dann mal zusammen. 4 Ton. Ein Block Ton haben wir jetzt. Da werden wir auch nochmal die Verbindung schaffen. Das jagen wir jetzt mal durch. Da bekommen wir mit Glück dann Silizium raus. Mal gucken, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Vielleicht bekommen wir jetzt also direkt schon was raus. Das müsste ja hier dann. Ja, alter Falter. Da kommt aber ordentlich was raus. Da kommt dann ja zu 100% die Hälfte raus. Super. Das heißt, wir hätten dann schon 32 Silizium.
Okay. Das ist natürlich sehr geil. Okay. Dann hätten wir das. Dann wollte ich einen Auto-Crafting-Table. Auto-Crafting-Table machen. Der geht so. Wobei gibt es auch ein Easy-Crafting-Table. Easy-Crafting-Table. Perfekt. Da bräuchten wir wieder ein Buch für. So drei. Zack. Dann bräuchten wir einen Redstone und wir bräuchten dann auch nochmal ein Leder. So, haben wir hier vielleicht jetzt noch. Zack. Ein Leder und ein Redstone. Achso, und noch ein Crafting Table. Eins, zwei, drei, vier. Und was fehlt jetzt? Ah, das Buch fehlt noch, alles klar. Jetzt, dann würden wir das hier machen. So, Easy Crafting Table haben wir auch. Der kommt dahin. Und jetzt würdet ihr sehen, was wir hier bauen könnten. Okay, das ist schon geil. Sehr gut. Was hatten wir jetzt gerade oben? Ach genau, wir hatten das ja gerade durchgejagt, dass das hier einmal das hier verbrennt. Hier ist noch alles voll. Der hat keinen Redstone mehr, alles klar. So, 50 Silizium haben wir schon. Das ist richtig geil. Okay, so, was wollte ich daraus jetzt machen? Die Färbemaschine. Färbemaschine. Was brauchen wir dafür noch? Wir brauchen noch Netherquarz, elektrischen Stahl, genau, das war ja mit Eisen und Kohlepulver. Kohlepulver, denke ich mal, kriegen wir aus dem hier, wenn ich mich mal nicht so doll täusche. Mühlenstein oder SAG-Mahlwerk kriegen wir so noch mit einer kleinen Chance Sulfur raus. Das ist natürlich nicht schlecht. Das heißt, das jagen wir mal als nächstes da durch. Zack, 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 zack. Und da haben wir es. Komm, das reicht, mein Kollege. Jetzt mach das mal als nächstes. Über einen Stack haben wir jetzt davon. Das können wir mal zurückcraften. Kann man das nicht zurückcraften? Nee, muss man tatsächlich dann zerhauen. Ist aber auch nicht so schlimm. Raw Large Flower Pot. Okay. Nee, wegwerfen ist eine schlechte Idee. So, Kohlepulver bekommen wir da jetzt ordentlich. Was bräuchten wir da denn noch für? Also wo machen wir das? In der Legierungsschmelze. Die Legierungsschmelze. Legierungsschmelze. Eisen, Maschinenhülle, Kessel. Das machen wir jetzt erstmal. Eisen, Maschinenhülle, Kessel. Ich glaube, die Maschinenhülle. Genau. Brauchen wir die hierfür. Und einmal Kupfer. Ein paar Goldnuggets. Und ganz, ganz viel Eisen. Warte mal, vielleicht können wir hier sogar was gucken. Wir brauchen... Ja, irgendwas fehlt uns auf jeden Fall. Ne, einen Kessel haben wir schon mal. Dann bräuchten wir jetzt ja noch so ein Basiskondensator-Ding. Da brauchen wir noch Redstone für. Aber da seht ihr schon mal das Konzept von dem Ganzen. So, da können wir jetzt die Maschinenhülle machen. Und was fehlt uns dann noch? Die Öfen fehlen uns dann noch. Das waren... Jetzt kann ich damit keine Öfen machen. Doch. Okay. Drei Stück waren das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Trommel. Drei Stück? Ja. Wir haben doch jetzt eigentlich alles. Hm, okay, das wird wohl noch nicht so richtig angezeigt. Holz haben wir nicht über. Eisen haben wir über Redstone. Gold Nuggets.
Steine. Ton. Metallgitter. Okay. Färbe. So, da haben wir sie. Nein. Da brauchen wir jetzt. Da brauchen wir jetzt kein Kupfer für, oder? Oh. Kupferpulver. Kupferkies. Kupfererz. Kohle. Schmolzenes Kupfer. Ach du Scheiße. Ah, da muss ich dann wohl zwischen den Folgen noch ein bisschen farmen. So, was brauchte ich jetzt dafür noch? Kohlepulver war das. Ein Diamanten, zwei Nether Quarz. Zwei Nether Quarz, ein Diamanten. Kohlepulver. Eisen. Und Silizium. Okay. Das müssten wir alles haben. Jetzt haben wir hier noch die Legierungsschmelze eben mal kurz gebaut. Okay. So, der ist durch. Ja, super. Ich wollte ihn hier oben rauf haben. Wo setzt er ihn hin? Unten. Hallo? Ich will, dass da gar nichts ist. So. Dann kriegt der jetzt Strom. Ja, der kriegt Strom. Da müsste jetzt natürlich rein, theoretisch nochmal Redstone rein. 2 Millionen, der kann 100.000 speichern, alles klar. So, und das war jetzt wie rum? Links Eisen, oben Kohlepulver. So, machen wir mal nicht so viele. So. Wieso kriege ich da jetzt Eisenbarren raus? Habe ich doch eigentlich alles richtig hier gemacht, oder nicht? Eisenbarren, Kohlepulver, Silizium. Eisenbarren, Kohlepulver, Silizium. Ah, jetzt kommt elektrischer Stahl raus. Okay, dann können wir das Überflüssige erstmal wieder zurückbringen. Und ich würde sagen, zwischen den beiden Folgen farme ich jetzt nochmal ein bisschen hier in der Mine. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, wir spielen hier zusammen Minecraft Life in the Woods. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.